So, ich komme jetzt zu meinem Krimi. Und das ist das Buch, das am Wochenende das vertrieben hat, sozusagen, von der Liste. Darum sage ich hier gleich nur noch ein paar, drei Sätze dazu. Dieses Buch, James Kestrel, Fünf Winter. Herr Scheller war eben im Ersten Weltkrieg, wir sind jetzt im Zweiten Weltkrieg. Winter 1941. Der ehemalige Army-Angehörige Joe McGrady ist in Honolulu auf Hawaii gestrandet. Irgendwie, irgendwann, so genau weiß man es nicht. Jetzt steht er im Dienst des Honolulu Police Department. Am Abend des 26. November 1941 wird er mit der Aufklärung von zwei Morden beauftragt. Er merkt schnell, dass es sich um keinen gewöhnlichen Mord handelt, denn die Morde wurden außergewöhnlich brutal ausgeführt mit einer sehr speziellen Waffe. Und ich würde mal sagen, als erfahrener Krimileser hat man schon ziemlich viele Mordarten gesehen, aber das hier hebt das Morden wirklich auf ein neues Niveau. Als er Unterstützung anfordert, kommt es zu einem Schusswechsel mit einem Mann, der offenbar am Tatort Spuren beseitigen wollte. McGrady erschießt den Mann. Hinweise sind hier also keine mehr zu erwarten. Trotz massiver Restriktionen durch seinen Vorgesetzten beschließt McGrady, den Spuren nachzugehen. Und jetzt wird der Fall brisant. Die Opfer sind der 21-jährige Lieblingsneffe des Oberbefehlshabers der Pazifikflotte und dessen Freundin. Die Ermittlungen führen McGrady nach Hongkong. Hier wird ihm vom Täter eine Falle gestellt. Er landet wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Und während er im Gefängnis sitzt und auf, ja, was eigentlich wartet, überfallen die Japaner Pearl Harbor und besetzen wenig später Hongkong. McGrady gerät in japanische Kriegsgefangenschaft. Aus den geplanten 5 Tagen Auslandsmission werden Jahre. Nach Kriegsende kehrt er an den Ausgangspunkt seiner Ermittlungen zurück. Doch die Dinge haben sich geändert. Die Polizei von Honolulu legt keinen Wert mehr auf die Aufklärung der Morde. McGrady hingegen mehr denn je, denn für ihn ist das zu einer persönlichen Sache geworden. Auf eigene Faust beginnt er wieder zu ermitteln. Dass mir dieser Krimi so gut gefallen hat, liegt auch und besonders am Erzählstil des Autors. In Zeiten des Krieges geht es hart und grausam zu. Kestrel beschreibt, ohne zu beschönigen, bleibt aber dabei sachlich, so dass man gut mit dem Grauen umgehen kann. Mit seiner schnörkellosen Sprache und den knappen, lakonischen Dialogen hat er mich von Anfang bis zum Showdown gefesselt. Und ich mag Geschichten mit diesen klugen, desillusionierten, leidensfähigen Helden, die sich selbst treu bleiben und unter der harten Oberfläche zu starken Gefühlen fähig sind. Ein Krimi, ein Agenten-Thriller und so viel mehr als das. Ein absolut starkes Buch, das zu Recht mit dem Edgar Award für den besten amerikanischen Krimi des Jahres 2022 ausgezeichnet wurde. So, und jetzt noch kurz zum Sanatorium von Sarah Pierce. Die Geschichte spielt komplett in einem Luxushotel in den Alpen, das einst ein Sanatorium für Tuberkulosepatienten war. Seine düstere Vergangenheit liegt immer noch sehr spürbar und sehr unheilverkündend über dem Ort. Als Detective Inspector Alan Warner zur Verlobungsfeier ihres Bruders anreist, verschwindet erst dessen Verlobte, dann geschieht ein Mord, der nicht der letzte bleibt. Und zu guter Letzt schneidet auch noch ein Schneesturm das Hotel von der Außenwelt ab. Die Gäste sind also mit einem Killer gefangen. Stellen Sie sich Stephen Kings Shining vor, so ungefähr ist das Setting. Und das ist wirklich, das ist ganz tolle Unterhaltung, ein echter Reißer. Sarah Pierce.